Hallo liebe Freunde von Crypto TV und hallo liebe Zuseher. Ja, wir befinden uns noch im Jahre 2022. In 6 Stunden circa beginnen wir uns das nächste Jahr. Mal schauen, was uns da wieder erwartet. In den vorangegangenen Jahren haben wir uns alle jeweils gedacht, tja, schlimmer kann es ja eh nicht mehr werden. Wurden aber dessen immer eines Besseren belehrt dann. Aber lassen wir uns mal überraschen, was uns erwartet. Was mich in dem Jahr, was jetzt noch 6 Stunden lang gilt, nicht nur erwartet, sondern ja, geprägt hatte, waren unter anderem 2-mal ins Gefängnis gewandert zu sein. Das erste Mal in Buch Urstein für 45 Tage. Und dann, nicht ganz 1,5 Monate danach, haben sie wieder einsperren wollen, und zwar in den Anhaltezentrum von der Polizeidirektion in Salzburg. Ebenfalls so für roundabout 45 Tage. Ja, was ich in Anhaltestelle im Gefängnis von der Polizeidirektion erlebt habe, dessen wird es ein eigenes Video geben. Dieses Video ist jetzt meiner Erlebniszeit im Buch Urstein, also dem Gefängnis von Salzburg, gewidmet. Ja, ein Gefängnis, wo zum Beispiel Mörder und Totschläger reinkommen. Ja, und ziemliche harte Vergehen da drinnen eingebüßt werden müssen. Da war ich eben für 45 Tage. Ja. Einmal nur eins, bevor ich über das zum Erzählen anfange. Da seht ihr unseren Christkindlmarkt. Ja, wahrscheinlich werden sie dann nächstes Jahr laut Genderfizierung einen Wintermarkt umbenennen. Lass uns mal überraschen. Ich glaube, wir schauen da nicht rein, weil die letzten 2 Jahre haben sie uns auch nicht haben wollen. Also brauchen sie mich jetzt auch nicht haben. Wir gehen jetzt gemeinsam heim. Denn ich werde Silvester heute zur Abwechslung einmal nicht feiern, in dem Sinne. Wir werden zu konstruktiven Nachdenken und Resümieren benutzen und bin jetzt auf dem Nachhauseweg. Und auf dem Nachhauseweg denke ich mir, werde ich euch jetzt etwas über die Haftzeit im Buch Urstein erzählen. Ich habe so ein Video schon gemacht, und zwar genau einen Tag vorher, bevor ich das zweite Mal eingesperrt worden bin. Auch kurios. Ich wollte gerade das Video hochladen über meine Erlebnisse im Buch Urstein erzähle. Und war schon fertig geschnitten und alles. Und dann habe ich es gerade hochladen wollen. Wollte aber noch vorher zum M-Preis gehen, was zum Essen und Trinken kaufen. Und auf den Nachhauseweg habe ich die Polizei dann erwischt und eingesperrt. Darum ist das Video nicht online gegangen. Jetzt fragt euch, warum ich jetzt dann, wenn das Video eh schon fertig war, jetzt schon wieder ans Drehe. Tja, weil ich da bei den letzten Videos über meine Erlebniserzählungen sehr emotional war. Jetzt bin ich ein bisschen ruhiger wieder geworden. Und da denke ich mal, es ist gescheiter, ich erzähle euch. Ja, jetzt wo ich ein bisschen gemäßigter bin, über die Zeit. Ja. Also, wie hat das angefangen? Zuerst, da ist jetzt eine laute Musik, die umgehe ich einmal einfach so her. Ich mache einen kurzen Cut, bis ich von der lauten, ja, wenn ich da weg bin, was leiser wird. So, da ist jetzt ruhiger. Also jetzt gehen wir heim und auf den Nachhauseweg erzähle ich jetzt, was passiert ist. Aber ich werde nicht mich dabei filmen, sondern einfach einmal den schönen Spazierweg, den wir jetzt gemeinsam mit meinen Erzählungen begehen werden. Also, Buch Urstein. 45 Tage habe ich da absitzen müssen.
Warum bin ich da überhaupt reingekommen? Das war der Grund, im Jahre 2021, am 14. Februar, das ist der Tag, an dem Valentinstag gefeiert wird. Da diesen Tag, so behauptet ein Polizist, hätte ich seine Ehre beleidigt und hatte mich dann in einen Zivilprozess angezeigt, wofür ich dann verurteilt wurde für 45 Tage Haft. Ja, was habe ich getan, dass ich ihm seine Ehre beleidigt hätte? Nun, angefangen hat es so, dass dieser Valentinstag, das war an einem Sonntag im Jahre 21, haben wir einen Spaziergang gemacht, einen demonstrativen. Ja, ihr kennt das ja, ich habe schon hunderte solche Videos gedreht von den Spaziergängen. Und an dem Tag waren wir so ungefähr, ich lasse mich lügen, 800 Teilnehmer. Es war ein schöner, warmer Tag für den Februar des Valentinstags. Fast frühlingshaft eigentlich. Sodass an dem Tag neben uns 800 Demonstranten auf den kompletten selben Weg, wo wir gegangen sind, 3 bis 4 Mal mehr Passanten waren, um den Valentinstag zu feiern. Dafür sind sie an den Salzachufern gelegen, weil es wirklich schön warm war, oben beim österreichischen Hof, auf den Gehwegen, auf den Bänken und ja, gepflasterten Sitzplätzen sind sie dicht an dicht gesessen und haben sich umarmt, die Liebenden haben sich geküsst. Also, lass mich nicht lügen, über 2000 Leute waren echt engstens gedrängt zusammen und haben Speichelfluss ausgetauscht. Währenddessen wir weniger Demonstranten an den Tag, aber bestraft wurden von der Polizei. Und zwar, weil wir keine Masken tragen haben an dem Tag. Ja. Und das war, an dem Tag bin ich das 6. Mal bestraft worden, dass ich keine Masken tragen gehabt habe. Ja, insgesamt wurden es dann knapp über 20 Male, dass ich, ja, eine Strafe einbüßen musste, weil ich keine Maske getragen hatte. Doch an den Valentinstag, diesen besagten Valentinstag, wo ich wiederum zum 6. Mal keine Maske getragen hatte und bestraft wurde, haben sie dann ein Demonstrant und ich bei einem umstehenden Polizisten beschwert, dass er nicht diese 4 bis 5 Mal anderen Menschen, die viel mehr sind als wir Demonstranten, und obendrein auch noch Körperflüssigkeiten austauschen, ja, diesejenigen, welchen eben nicht bestraft, sondern eben nur diese politisch Unbequemen. Der Polizist erwiderte meinen Aktivistenteilnehmer und mir, dass er dafür nicht zuständig sei, sondern nur für uns, also einen sogenannten Regeldienst macht. Und dann haben wir uns halt auch gedacht und immer mal näher gebracht, dass wenn jetzt hier ein Mord geschieht, 3 Meter neben ihnen, geht sie das dann auch nichts an oder wie? Weil sie ja nur für uns hier abgestellt wurden, für uns Demonstranten. Und der Vergleich ist gar nicht einmal so weit weg, oder? Weil man ja uns Demonstranten, die die Maske verweigern, nachsagt, dass wir Totschläger und Mörder seien, andere infizieren, die dann zu Tode kommen sollten. Was bis jetzt aber noch nicht erwiesen wurde. Und somit eigentlich diese Valentinstagspärchen, die 4 bis 5 Mal mehr als wir Demonstranten sind, eher bestrafen sollte, da diese ja Körperflüssigkeiten gerade austauschen. Ja, der sagte dann wiederum so, es geht ihm alles nichts an. Ja, ich verabschiedete mich dann bei diesen Polizisten. Ach, Entschuldigung, ich muss schnaufen, weil es ist so steil.
Ich gehe ja gerade bergauf auf den Mengsberg. Schöner Wanderweg, aber egal, zurück zu diesen Polizisten. Puh. Ich brauche mehr Kondition. Also, ich habe mich dann sozusagen verabschiedet von den Polizisten an diesem Tag mit den Worten: Sie wissen aber schon, sagte ich zu ihm, dass es mal eine finstere Zeit gab, wo eine bestimmte Polizeieinheit, ich nannte sie damals Gestapo, doch das darf ich nicht mehr. Also ich erwähne nur, was ich getan hatte. Ich sage jetzt nicht, dass ich es nochmal tue, aber ich sagte halt zu ihm, dass die Gestapo früher auch nur bestimmte Menschen geahndet hatte, die politisch Unbequemen und alle anderen derselben Tat frei laufen konnten. Ach ja, und dann ging ich halt und habe ihn einen wunderschönen Undienst gewünscht. Ja, die Ehre beleidigt sozusagen hätte ich ihn mit diesem Vergleich. Und da ich eine Presseakkreditation habe, darf ich auch solche Dokumentationen des Zeitgeistes festhalten. Und ach, jetzt erstmal, ich muss mir jetzt mal kurz das Hemd raus tun, dass es kühler wird. Also, die Ehre hätte ich ihm beleidigt mit dem Vergleich, weil, obwohl ich seine private Ehre gar nicht beleidigen hätte können, denn dazu müsste er man dann am Video erkennen, was für ein Mensch dieser Polizist ist. Also man ihn dann im Privaten erkennen würde, wenn man ihn wieder sieht und dann gleich mit dem Video verknüpfen könnte. Also darauf habe ich schon geachtet, dass dies nicht geschieht, denn seine Mütze war bis zu über die Augenbrauen runtergezogen. Die Maske, die er aufhatte, bis zu den Unterlidern der Augen hochgezogen, sodass nur ein ganz kleiner Schlitz frei war, in dem seine Augen zu sehen waren. Und komplett uneruierbar für jedermann, um ihn draußen privat zu erkennen. Das habe ich den Richtern dann alles so breit gegeben, dass ich erstens eine Presseakkreditierung habe, um den Zeitgeist zu dokumentieren. Ich keine unpassenden Fragen gestellt hatte und schon gar nicht seine Ehre beleidigt konnte. Aber weil die Richter auch die Hosen voll hatten schon zu dieser Zeit, um für Recht und Ordnung einzustehen, haben sie halt dann gegen mich entschieden. Ich sollte das Video löschen. Also er war noch, der erste Richter war noch etwas zuvorkommend. Er hat gesagt, wenn ich das Video lösche, passiert mir gar nichts, dann ist alles vergessen. Ich habe aber wiederum gesagt, na, das Video werde ich ganz sicher nicht löschen. Ganz egal, wie das heute hier vor Gericht ausgeht. Denn wie gesagt, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe nur meine Pflicht als Journalist ausgeübt. Und wenn ich das löschen würde, würde ich gegen meinen Pressekodex-Eid verstoßen. Und somit hat er mich dann zu einer Geldstrafe verurteilt oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen. Da habe ich eine Berufung eingelegt. Dann kam die nächste Verhandlung bis vor das Oberlandesgericht in Linz, wo ich dann auch wieder verloren habe. Und ja, im Grunde habe ich das eh alles erwartet, so mit den Richtsentscheiden. Aber zumindest bekam dann eines Tages, so vor circa 4 Monaten, ein Brief, dass wenn ich jetzt nicht die Geldstrafe zahle, ich mich im Buch Urstein einzufinden habe für 45 Tage Ersatzfreiheitsstrafe. Nun, es hat mich irgendwie gar nicht berührt, dieser Brief, denn
Ich habe mich nicht daran gehalten, also nichts eingezahlt. Habe mich aber auch nicht freiwillig, so wie es in den Richterentscheidsbrief stand, ich mich melden muss, hat mich auch nicht gekümmert, dass mich dann irgendwann die Polizei angerufen hat und mich gefragt hatte, was jetzt los ist, ob ich jetzt zahlen will oder ins Gefängnis möchte. Dann habe ich gesagt, nichts von beiden, habe wieder aufgelegt. Dann hat er wieder angerufen und gesagt, ja, ich hätte da einen richterlichen Brief, den ich unterschreiben muss. Das wäre jetzt wichtig, dass ich vorbeikomme. Ja, ich habe schon ganz genau gewusst, dass da nicht um einen Richterbrief geht, den ich zu unterschreiben habe, sondern dass sie mich ohne öffentliche Aufmerksamkeit wegsperren wollen und hofften, mich zu verarschen, indem ich glaube, ja, ich kann mich nur wegen einem Richterbrief. Jetzt reden wir schon 11 Minuten nur über diesen Akt. Also zumindest, jetzt verliere ich schon fast den Faden. Aber ist eh klar, es ist so anstrengend jetzt gewesen, da hochzugehen. Aber jetzt habe ich mich so halbwegs an dieses gewöhnt. Mein Atem wird schon ruhiger. Ja, also zumindest war ich dann 3 Wochen lang auf der Flucht und habe mich vor der Polizei versteckt und somit habe ich dann noch so 3 Wochen gedacht, ach scheiß drauf, möchte ich einfach freiwillig und habe die anderen mitgeteilt, meinen Demo-Aktivisten, also meinen Kompagnons, dass wenn ich mich jetzt melde dann im Gefängnis Buch Urstein, ich das vielleicht deswegen mache, wenn wir die Chance nutzen können, Aufsehen zu erregen, indem sie dann vom Gefängnis für mich jeden Tag für die Freiheit demonstriert. Nun, davon abgesehen, ob so etwas bringen würde oder nicht, diese Debatte stellt sich mir nicht, denn es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Und ob es was bringt, gebracht hätte, wenn meine Demo-Kompagnons für mich demonstriert hätten oder nicht, ist irrelevant. Es geht nur darum, dass der Akt wichtig gewesen wäre. Aber auf das geht dann später genauer ein. Zumindest habe ich dann Elvis und ein paar anderen Bescheid gegeben, dass ich mich jetzt freiwillig melde. Bin dann zur zum Europark, zur Polizeiwachstube und habe gesagt, habe bei deren Türe geklopft und dann nachgefragt, ob es bei seinen Kollegen jemanden gäbe, der faschistisch genug wäre, um einen rechtschaffenen Menschen, also mich, ins Zuchthaus zu stecken. Und dann hat er erstmal grinst und gesagt, ja, was soll das jetzt bedeuten? Dann sage ich, ja, Sie haben schon ganz genau verstanden, was ich damit sagen will. Ich bin der Herr Reuter Roman und Sie suchen mir. Ja, okay, dann hat er begriffen, hat mich reinzitiert in das Wachstüblein und haben dann in der Anhaltestelle der Polizeidirektion angerufen, dass ich zum Überstellen wäre nach Buch Urstein. Das hat ungefähr eine halbe Stunde lang gedauert und in dieser Zeit des Wartens auf der Wachstube im Europark habe ich die Zeit genutzt und ein paar Kontaktinformationen zu ein paar Polizeikollegen von Ihnen gegeben. Das waren Kontaktinformationen über die kleine, über 600 Mann starke Polizeieinheit, die sich in einer Gruppe zusammengeschlossen hatte, die sich Polizisten für Grund- und Menschenrechte genannt haben und mit uns mitdemonstriert haben, sodass sie vielleicht doch auch mal auf der richtigen Ebene sich einfinden können und nicht einfach irgendwelche Handlanger von Faschisten sind. Ja, wenn man jetzt noch zuhört, meine Hochachtung, weil ich bin heute echt konfus, wie ich merke. Ja, mit irgendwann kommt dann der Kostenwagen. Kostenwagen ist der Polizeibus, wo man Gefangene abtransportiert. Dann haben sie mich da rein verladen
Und die zwei Polizisten, eine Polizistin und ein Polizist, die mich da abgeholt haben, ja, die habe ich schon gemerkt, die sind auf meiner Seite gewesen, weil sie mich sehr, sehr liebevoll angelacht haben, besonders diese Polizistin, eine sehr hübsche. Und wurde dann eben in der Alpenstraße zur Polizeidirektion, zum Polizeiarzt gebracht, wo dann entschieden werden konnte, ob ich gesundheitlich hafttauglich bin. In der Polizeidirektion an sich, ich will jetzt keine Namen, Stationen nennen, um diese Polizisten zu beschützen, sind eben einige Polizisten auf mich zugekommen, ich glaube an den Tag so 4 oder 5 Polizisten, und haben dann so neben mir, also neben mir anwesend, miteinander geplaudert, ganz laut, sodass ich es verstehen konnte, und haben zum Beispiel diese Sätze vollbracht wie: Na, hey du, ist es jetzt wirklich schon so weit, dass man rechtschaffenen Menschen wegen sowas einsperren? Und dann hat der Kollege zu ihm zurück erwidert: Oh Wahnsinn, so weit sind wir schon verkommen. Ja, es war eigentlich sehr zusprechend für mich. Und wie mich dann am Ende weiter überstellt werden sollte nach Buchurstein, ist dann noch ein Polizist, also ich bin dann schon wieder in den Kastenwagen gesessen, weil entschieden wurde, dass ich hafttauglich bin, ist dann ein anderer Polizist aus der Polizeidirektion nochmal schnell hinter uns nachgelaufen und hat die zwei Überstellungspolizisten gebeten, nochmals die Türe im Gefangenenbus aufzumachen, weil er mit mir gerne etwas bereden möchte. Den Wunsch haben sie ihm erfüllt, die anderen Kollegen. Und dann hat der Polizist mir gesagt: Herr Reuter, bitte, als erstes Mal möchte ich mich im Namen von vielen anderen meiner Kollegen bei Ihnen entschuldigen. Es ist uns selbst ein Graus, was da gerade passiert. Bitte, Herr Reuter, glauben Sie mir das wirklich, es sind nicht alle Polizisten von uns solche Arschlöcher. Er hat wirklich Arschlöcher gesagt. Und nur auch mal zusätzlich hat er auch noch erwidert, solche Nazis. Hat er echt zu mir so gesagt. Und ein anderer Polizist da drinnen hat mir sogar noch den Tipp gegeben: Herr Reuter, wir sind irgendwie auch ein bisschen die Hände gebunden, aber das nächste Mal, wenn Sie ihn wieder einsperren wollen, dann verstecken Sie ihn für ein Jahr. Weil noch ein Jahr verjährt das Jahr und dann kann man ihn eh nichts mehr anhaben. Worauf ich mich bei dem Polizisten für diesen, ja, ich nenne es mal Tipp, bedankt habe. Aber ich habe ihn auch zurückgewidert: Und was will ich den ganzen Jahr dann für ein Leben führen? Auf der Flucht oder wie? Ich habe mir eine Wohnung zu Hause aufgebaut. Das Inventar habe ich mir hart erarbeiten müssen. Soll ich jetzt auf das alles verzichten und wegschmeißen, nur dass ich dann ein Jahr lang auf der Flucht bin? Aber doch, danke nochmals für den Tipp, habe ich das zweite Mal wieder. Aber wir müssen schon etwas mehr Hoffnung in euch Polizisten einmal legen können, dass ihr endlich einmal das Richtige tut und vielleicht nicht an Helden wie mich einsperrt, sondern diese Politmarionetten allesamt einsackelt und hinter schlossenen Riegel setzt. Das hätte mehr lag. Aber zumindest, ich wurde halt dann nach Buchurstein überführt, nach diesen vielen Zusprüchen und Bedauernsbekundungen der Polizisten in der Polizeidirektion, und kam dann im Erdgeschoss im Gefängnis von Buchurstein in seinen kurzen Wartezelle. Und in dieser Wartezelle haben sie mir drei Formulare in die Hand gedrückt, einen Kugelschreiber, die ich dann unterschreiben sollte. Ja, Beispiel auf einem Formular ist gestanden, dass ich mich dafür einverstanden erklären muss, dass wenn ich Pakete von außerhalb bekomme, die es öffnen dürfen, um nachzusehen, was da drinnen ist. Natürlich, das habe ich unterschrieben und gesagt: Klar, könnt's gern machen. Naja, auf das Thema komme ich dann kurz später nochmal zurück, wenn es um den Supermarkt geht in dem Gefängnis, hat es nämlich auch gegeben. Ja, ein anderer, zweiter Zettel war auch noch mit irgendwelchen Rechtshinweisen,
weiß zwar nicht mehr genau, was da drauf gestanden ist, es war nicht so schlimm. Interessant war der letzte, der ganz am nach hinterst gefaltene Zettel, den ich unterschreiben sollte. Denn auf den Zettel haben sie geschrieben, dass bevor ich jetzt in meine Zelle geinmated werde, inhaftiert werde, auf Deutsch, muss ich noch dafür unterschreiben, dass ich mir bewusst bin, dass laut Impfpflichtgesetz, Paragraph, bla bla bla, Hosen in die geschissene Sachen, bekannt geben muss, wie mein Status dessen sich beläuft, ob ich nun geimpft oder ungeimpft bin. Und unter diesem Text sind dann zwei Kästchen zum Anhaken gewesen. Ein Kästchen, wo stand noch ungeimpft, und ein anderes Kästchen mit geimpft, mit Datum, wann, wie oft. Darunter dann Datum, Ort mit Unterschrift. Den Zettel habe ich das einzige nicht unterschrieben, weil wie dann der Wärter gekommen ist, um diese drei Zettel entgegenzunehmen, mich dann fragte, warum ich den letzten nicht unterschrieben habe, sagte ich ihm, erstens hat sich keine Impfpflichtgesetz in Österreich durchgesetzt und ist zu dessen auch nicht aktiv, aufgrund dessen oder sonst sowieso ich mich generell nicht impfen lassen würde, und somit unterschreibe ich diesen Zettel nicht, denn da dort fälschlicherweise auf krimineller Art gelogen wird, dass es ein Impfpflichtgesetz gäbe, ich dies mit meiner Unterschrift bejahen würde. Und dies affirmiere ich nicht. Und somit paraphiere ich dies auch nicht. Ja, paraphieren bedeutet unterschreiben. Und so klugscheißerisch mit meiner Sprachgewalt habe ich ihm dann den nicht unterschriebenen Zettel entgegengereicht, den er dann anstandslos auch entgegennahm. Somit, da es kein Nachgezetere von ihm gab, ich sehr wohl erkannt habe, dass es ihm sehr wohl bewusst ist, dass man hier mit diesem Zettel verarscht wird, um sich einer illegalen Impfung zu bejahen. Dann kam ich in die, ich nenne es mal Reservatenkammer, wo man mir meine einige private Kleidungen entledigte. Ich musste mich sogar komplett nackt ausziehen. Ja, die berühmte Beuge machen. Naja, aber es wurde nur äußerlich nackt, in nackter Erscheinung begutachtet bei mir. Direkt ins Arschall haben sie nicht reingeschaut, ob ich Drogen mitführen würde. Ja, hatte aber auch meine Inmate-Jacke mit, also diese orangene Jacke. Ihr kennt sie, da steht hinten Inmate drauf gedruckt drauf. Die habe ich mitgehabt und die durfte ich auch drin in den Gefängnis tragen. Dann wurde mir noch ein Sackerl mit zwei Zahnbürsten, Zahnpasta, einer Kernseife, ein AIDS-Test und was wurde mir noch ausgehändigt? Ein Badetuch, ein Handtuch und ein Waschlappen. Genau. Und wurde somit weiter in die medizinische Abteilung, in die Krankenabteilung, meine ich, weitergebracht. Da ich zuerst, bevor ich in die eigentliche Zelle inhaftiert wurde, in die Quarantäneabteilung gekommen bin. Also in Buch Urstein, nicht so war es aber in der Anhaltestelle in der Polizeidirektion, aber in Buch Urstein kam man, obwohl es gar keine Covid-Gesetze in Salzburg mehr gab, kam ich dennoch eine Woche lang unter Quarantäne in der Krankenabteilung. Da war ich dann alleine in so einer Zelle für, ja okay, für wie lange sage ich gleich. Zumindest einmal kam ich da in einer Zelle mit einem Stockbett drinnen, einem Fernseher, Dusche und WC. Die Dusche und WC waren mit einer Trennwand und einer Schiebetür zum eigentlichen Raum abgetrennt und einer Kamera oben an der Decke.
Quarantänezeit eben, wie gesagt, war für eine Woche beantragt, beanraumt, kam aber schon ab dem zweiten Tag in einer Doppelzelle von der Quarantäneabteilung. Denn das Gefängnis war ziemlich überbelegt. Auf 120% hatten mir die Wärter damals gesagt, ist die Belegung im Buch Urstein. Und da war dann es wohl doch nicht so schlimm, dass ich mir die Quarantäne Wochenzeit mit einem anderen Zellengenossen teilen konnte. Ja, diese Raumverlegung begann ich dann mit einem jungen Afghaner, einem 16-Jährigen. Dieser junge Afghaner ist leider auch sehr jung auf Abwägen gekommen. Eigentlich eine interessante Geschichte, was ich mir erzählt habe, darum füge ich sie auch hier jetzt zu meinen Erlebnissen mit ein, weil ich mir doch gefragt habe, ja, wie so ein junger Mensch wie er jetzt schon so früh ins Gefängnis kommt. Da hat er mir gesagt, dass er eigentlich ins Gymnasium früher gegangen ist und in die Hasch auch und Spitzenfußballer und Ringer war, der beste Fußballer vom ganzen Kader. Aber da der Trainer einen Sohn hatte, war er halt sehr eifersüchtig auf diesen jungen Afghanen, sodass er ihn rausgemobbt hat. Und er hat mir heute so erklärt, dass er echt das Talent zum Ligaspieler gehabt hätte und somit ihm aus Rassismus und Eigensucht zu seinem Trainersohn er rausgemobbt wurde und so sein Leben zerstört wurde. Und somit ist er dann auf die schiefe Bahn gekommen, hat er gesagt, hat Freunde kennengelernt, mit denen er dann Raubzüge vollführt hatte. Und nicht nur Raubzüge, sondern auch so per Gaudi einfach irgendwelche wildfremde Menschen in der Stadt zusammengeschlagen haben. Richtig verprügelt, einfach weil sie Lust darauf hatten. Und so wurde es dann irgendeines Tages zu viel, sodass sie ihn dann dafür eingesperrt haben mit mir jetzt zusammen hier in dieser Quarantänezelle. Ich habe ihm zum Beispiel dann mitgeteilt, ja, diese Geschichte an sich, wie man auf Abwägen kommen kann, verstehe ich in seinem Sinne, in einem gewissen Sinne, sagen wir es mal so. Aber Zukunft verbaut hat der Trainer Lanik sicher nicht, sondern du dir selbst auch. Denn du hast ja gesagt, dass du im Gymnasium gewesen bist, auf der Hasch und alles. Und dort durchbauken hättest können und doch noch was anderes aus dir werden hätte können. Und egal, was an Schlechten angetan wird, es niemals einen Berechtigungsgrund gibt, an wildfremden Menschen, unschuldigen Menschen deswegen zusammenzuschlagen oder auch seines harten Gutes zu bestehlen. Sie haben sogar Autos gestohlen. Ja, natürlich hat er mir das auch nicht gegenentwidern können. Er hat sogar auch bejaht und gesagt, ja, er wird sein Leben jetzt auch wirklich verbessern. Ich meine, ich glaube es irgendwie nicht. Darauf komme ich dann später zurück. Ja, und so habe ich halt dann mit diesen jungen Afghanen die erste Woche der insgesamt sechs Wochen in einer Zelle verbracht. Und so am dritten Tag ist mir dann aufgefallen, dass wir kein Klopapier haben. Also ich muss nur mal erwähnen, die ersten vier Tage habe ich überhaupt keinen Drang gehabt, groß aufs Klo gehen zu müssen. Also unangenehme Örtlichkeiten wie ein Gefängnis haben meinen physiologischen Komplex dazu gebracht, einmal überhaupt nicht aufs Klo gehen zu müssen. Klein schon, aber nicht groß. Aber am dritten Tag, wo ich zwar noch nicht musste, ist mir eben aufgefallen, dass das Klopapier nicht da ist. Und wir sind zu zweit drinnen gesessen. Dann habe ich einmal auf der Gegensprechanlage angeklingelt, die wir ja in jeder Zelle hatten, um etwaige Notfälle bekunden zu können. Und dann hat sich auch sehr rasch auf der Gegenseite der Sprechanlage ein Wärter gemeldet und gefragt, was wollen wir? Dann habe ich mitgeteilt, ja, wir wollen Klopapier. Das war so
Wie spät war es denn da? Kurz nach Mittag, nach Mittagessen. Und dann hat er zu mir zurückgewiedert, ja, dafür ist es heute schon zu spät. Das müssen wir morgen in der Früh bekannt geben. Und hat gleich wieder aufgelegt. So ist einfach an stehen lassen. Ja, ja, da ich selbst noch nicht musste, sondern ich habe schon ein bisschen besorgt darum war, dass ich jetzt schon ein paar Tage nicht gegangen bin, das sicher bald geschehen wird. Ich habe mir gedacht, ja, hoffentlich überstehst du die Nacht. Und dann am nächsten Tag in der Früh gleich habe ich den Wärtern, die jeden Tag in der Früh zu Tür gingen und fragten, ob alles in Ordnung sei oder irgendwelche Wünsche als Begehr da wären, habe ich ihm mitgeteilt, ja, wir hätten gerne Kloverbier. Ja, das hat er registriert, also in seinen Kopf, sage ich mal, und ist dann von dannen gegangen. Ja, bis Mittag haben wir dann gewartet, weil nur immer noch kein Kloverbier gekommen ist. Dann habe ich nach Mittag wieder angeklingelt und gefragt, ja, was jetzt mit dem Kloverbier ist. Wir haben schon gestern am Abend bekannt gegeben, wo das ist. Und heute in der Früh und jetzt wieder. Und dann hat der Wärter gesagt, ja, dass es jetzt zu spät ist. Dann sage ich, es ist nichts zu spät, ich habe rechtzeitig Bescheid gegeben. Dann sagt er, ja, wir haben kein Formular von Ihnen gekriegt. Sage ich, was für ein Formular? Ja, dass ich ein Formular ausgefüllt habe, betreffend des Anliegens, mit Klopapier versorgt zu werden. Da habe ich gesagt, das hat mir keiner mitgeteilt, dass so ein bürokratischer Verlauf notwendig ist, um an Klopapier zu kommen. Mir wurde nur mitgeteilt, ich soll es heute in der Früh mitteilen und wurde dann lapidar auch das Gespräch beendet. Und dann hat er in der Gegenseite gesagt, ja, das mag wohl alles so gewesen sein, aber dennoch, ohne den Formular, ja, kriege ich kein Klopapier. Das muss ich dann morgen in der Früh machen. Ja, Bürokratie in Buch Urstein, das ist so, wenn man Anliegen hat, das oberste Gebot, das werden wir jetzt ein paar Mal erleben. In dem letzten Video beim Strafamt, was ich gemacht habe, habe ich ja betitelt, wir begehren das Formular A38. Ihr kennt es ja, die Serie mit Asterix und Obelix, wo sie ein ist, ein bürokratisches Amt der Römer kommen und das haben wir den Passagierschein A38 beantragen wollen und den eigentlich nicht bekommen, weil die Bürokratie so etwas im Grunde ja unmöglich macht. Ja, zumindest zurück zum Klopapier, das man ohne den A38 Formular nicht kriegt, wurde es dann spät abends und da ja, habe ich mir dann gedacht, wisst ihr was, so kurz vor Mitternacht war das, jetzt klingelt die wirklich noch mehr an, jetzt schon langsam muss ich doch aufs Klo und hab dann noch mehr angeklingelt, da hat der Kollege als Wärter gefragt, das ist unser Begehr, dann habe ich gesagt, dasselbe wie die letzten drei Male, ich will jetzt umgehend mein Klopapier haben und ich habe ja habe ihn noch nicht einmal zu Wort kommen lassen, gleich hinten angeführt, dass ich mich jetzt einmal in einer gewissen Weise outen werde, ja. Und zwar habe ich mitgeteilt, dass ich ein zu Unrecht verurteilter politischer Gefangener bin und nicht nur dies, sondern auch ein Journalist und eigener Medienbetreiber eines eigenen Kanals namens CryptoTV. Und habe ihn noch immer nicht zu Wort kommen lassen, dazu erwähnt schon sehr, sehr in der Tacheles-Lautstärke, dass ich alles ertragen kann, was sie mir in diesen 6 Wochen anbieten werden, an Widrigkeiten. Aber es ihnen sehr wohl auch eines dann klar sein muss. Umso mehr Widrigkeiten ich hier durchschleiden muss, umso eine prägnantere Story werden sie mir liefern, die ich dann über meinen Medienkanal nach meiner Haft über all jenen hier in diesem Gefängnis zu berichten tun werde. Und ja,
Hab dann selbst gesagt, darauf, als Ding, und jetzt können sie auflegen und entweder mir das Klopapier bringen oder mich nur einen Tag warten lassen. Ja, es hat keine, ja, ich glaube, 10, 15 Minuten gedauert. Dann ging es doch, ohne ein Formular auszufüllen, um an Klopapier ranzukommen. Ja, das war dann so Mitternacht hinweg auf den nächsten Tag. Also knapp 3 Tage hat man gebraucht, um an Klopapier zu kommen. Dann ist mir aber auch aufgefallen, ich habe jeden Tag damit dieser Zahnbürste und Zahnpasta mir die Zähne geputzt und mir ist dann aufgefallen, also noch im 3., 4. Tag, dass der junge Afghane sich überhaupt nie gewaschen hat, nicht geduscht, keine Zähne putzt. Und habe ihn gefragt, habe zu ihm erwähnt, dass es immer gut ist, in einem Gefängnis nicht allzu sehr unreinlich zu wirken, da man ansonsten als der sogenannte Hofner behandelt wird. Da hat er gesagt, ja, würde er ja gern machen, aber er hat keine Zahnbürste und keine Zahnpasta und keine Seife und nichts bekommen. Okay, habe ich mir gedacht. Und dann fragte ich zurück, ja, warum hast du das nicht beantragt? Ja, weil mir die Down so geschissen anreden und mich so schlecht behandeln, als wenn ich der letzte Dreck und mir dabei keine große Hoffnung macht, dass mir der Wunsch erfüllt wird. Dann habe ich gedacht, ja, okay, ist irgendwo auch verständlich, aber dennoch würde ich es mal drauf ankommen lassen und doch dennoch nachfragen. Und dann habe ich für ihn angeklingelt wieder und gesagt zu der Gegenseite an der Sprechmuschel, dass mir noch was aufgefallen ist zum Klopapier, sondern dass mein Zellengenosse nicht einmal Reinigungsutensilien für Zähne und Körperreinigung bekommen hat. Und dass das vielleicht auch möglich wäre zu bekommen, ohne einen Formularantrag ausfüllen zu müssen, oder? Ja, sogar das ging ohne einen Antrag auszufüllen dann. Am nächsten Tag in der Früh haben sie ihm das überreicht. Ach, ich habe ihm zwar, bevor das geschehen ist, meine Reservezahnbürste gegeben, hat es ja sehr bedankt. Und ja, so haben wir beide dann in dem Zimmer mal eine Woche miteinander verbracht, in der Quarantäneabteilung. Ja, wenn man so in dem Zimmer drinnen ist, ist das ein, würde man sagen, 3x2 Meter großer Raum. Recht hohe Decken und in dieser zweiten Zelle, so wie in der ersten Zelle, wo ich vorher alleine war, habe ich den Blick aus dem Gitterfenster gehabt zum Spazierganghof. Also das ist so ein umbetonierter Raum mit einem Basketballkorb in der Mitte, wo die Häftlinge für 1 Stunde pro Tag ihre Runden drehen können. Das war der Blick von dieser Zelle aus. Wir selber durften aber nicht für 1 Stunde mit den anderen übrigen Häftlingen da raus, eben wegen Quarantänevorschriften, sondern durften für 1/2 Stunde, nur wir zwei dann, nachdem alle anderen draußen waren, in einen eigenen Hofraum marschieren. So, das war im Grunde der ganze Tagesablauf von 1/2 Stunde pro Tag draußen im Hof seine Runden drehen und in der Zwischenzeit in der Zelle mit Kabelfernsehen zu vergnügen. Ja, in der Zelle gibt's Gott sei Dank auch Kabelfernsehen, das an die Haftzeit immens erleichtert. In der Anhaltestelle von der Polizeidirektion hatte ich diesen Luxus nicht. Im Vergleich dazu war Buch Urstein ein 5-Sterne-Hotel. Aber dazu komme ich dann in extra Video, wenn ich über das zweite Gefängnis berichte. So. Ja, weiter geht's. In dieser Zeit der Quarantäne sind wir auch in Buch Urstein im Gefängnis zu einem eigenen Arzt einmal abkommandiert worden, der uns auch nochmal begutachtet hatte. Und dieser Polizeiarzt, der oberste von denen,
hatte zu mir gesagt, dass er mich im Grunde kennt, dass ich ihm schon einige Male federführend bei den Demonstrationen aufgefallen bin, da wir mit unserem Demonstrationszug genau vor seinen Wohnfenster vorbeimarschieren. Also ich vermute mal irgendwo in der Imbergstraße. Und weil da wohnen die gestopften, ja, die was die geflügelten Tauben in den Mund geflogen bekommen, da wohnen die eben. Und da hat er gesagt, ja, und eben trotz alledem, wenn wir da vorbeimarschieren, ihm noch bis heute noch nicht wirklich klar geworden ist, warum wir da eigentlich marschieren, gegen was wir da demonstrieren. So richtig suffisant hat er das gesagt, so, als wenn wir total lächerlich wären. Dann bin ich einfach drauf eingestiegen und gesagt, tja, Sie wissen ganz sicher, wegen was wir demonstrieren, aber ich steige jetzt mal einfach so drauf ein, als wenn Sie es wirklich nicht wüssten, und sage Ihnen nur eins drauf. Wenn Sie oben von einem oberen Fenster aus unsere Banner und Rufe nicht erkennen können, dann kommen wir uns runter und kommen in Gespräch mit uns. Wir rennen jetzt schon fast 3 Jahre, zu der Zeit eben, wo ich mit dem geredet habe, so habe ich zu ihm gesagt, beinahe 3 Jahre lang. Und Ihnen ist noch nicht einmal in den Sinn gekommen, mit uns zu reden, was unser Begehr ist. Und im Grunde braucht man nur die Transparente lesen, die wieder mit dran haben, was man auch um was geht. Außerdem, wir sind so total liebevolle, friedliche Demonstranten. Wir haben die niemandem etwas zuleide tun. Also es keine Befürchtung gäbe, dass man von uns dann nur Spott und Hohn zurückbekäme. Na, ganz im Gegenteil. Wir uns freuen würden, wenn solche Menschen wie ihr auf uns zukommen würden und der Diskussion zumindest willig wäret. Eines Diskurses zumindest. Sagt er, ja, das hätte er vielleicht auch machen können. Ich habe ihn dann ebenfalls mitgeteilt, so, ich sage Ihnen jetzt einfach einmal ganz klar, wegen was wir demonstrieren. Zu Anfang hat es angefangen gegen diese Menschenrechts- und gesetzeswidrigen Verordnungen des Corona-Desasters. Sind wir schon einmal gegangen, habe Ihnen die ganzen Themen aufgezählt, warum Masken unnötig waren, warum Impfungen gefährlich sind und so weiter. Die Selbstmordrate der Geschäftsleute angewachsen ist, überhaupt die Vernichtung der kleinen Kaufleute. Und jetzt noch dazu gekommen ist, dass wir auch noch hungern, stinken und frieren für die Ukraine sollen. Dann hat er zurück erwidert, dieser oberste Polizeiarzt, also Gefängnisarzt, kein Polizeiarzt, dass ich mir da keine Sorgen machen brauche, weil wir hier in diesem Gefängnis, und locht und erwidert dann weiter fort, ja, autark sind, eigene Stromversorgung haben und ein paar Notvorräte auch gelagert haben. Ja, daraufhin mein letztes Wort zu ihm zurück dann war, wissen Sie was? In der Zeit, wenn es soweit ist, bin ich schon erstens mal schon längst wieder heraus. Und zweitens, Ihnen Ihre eigene Familie wohl scheißegal ist. Weil die, im Gegensatz zu Ihrem hochgelobten Gefängnis hier gerade, keine autarke Stromversorgung haben und sich nicht mit Lebensmitteln eindecken werden. Im schlimmsten Fall, mal ganz sicher, aber Ihre Bekannten und Freunde nicht. Und so viel Egoismus als schlafender Geist uns alle in den Faschismus führt. Ja, danach wurde ich dann wieder auf mein Zimmer verlegt. Dann wurden wir 2 Tage später nochmal alle zusammengerottet, die ganzen Neuankömmlinge, und hat uns mitgeteilt, heute geht's zum Lungenröntgen. Dafür ist im Hof ein Lastwagen vorgefahren mit einem Anhänger drauf. Kein Lastwagen, ein Bus, der Röntgengeräte im Bus installiert hat. Ja, wie wir da alle dann vor diesem Bus standen, wartend einzeln reinzugehen, haben wir schon gewusst, dass es da nicht um ein Lungenröntgen geht. Wir haben uns schon alle miteinander ausgesprochen darüber, dass da einfach nur der Magen geröntgt wird, um anscheinend eventuellen Drogenschmuggel
über den Darm-Magen-Darm-Trakt zu verhindern, ja. Aber so direkt sind diese Werte nicht. Die glauben wohl, das ist eher lustig, an solche Gründe vorzuhalten. Naja, okay. Dann eine Woche vorbei, so haben uns gedacht, der junge Afghane und ich. Jetzt werden wir dann in den geschlossenen Trakt verlegt. Es gibt in den Gefängnissen verschiedene Strafvollzugsbereiche. Zu einem der geschlossene Trakt, der offene Trakt, dann die Freigängertrakte und eben die Krankenabteilungstrakte. Zu diesem einzelnen Trakt werde ich schon noch euch einiges erwähnen. Macht euch auf ein Video gefasst, das mindestens 2 Stunden dauert, gell? Also, ja. Wie gesagt, wir dachten, jetzt kommen wir dann das erste Mal in den geschlossenen Trakt. Denn in den geschlossenen Trakt kommt man dann, wenn man noch in keinen Arbeitsdienst beordert wurde, so kommt man in den geschlossenen Trakt. Das bedeutet, man befindet sich den ganzen Tag wie in der Quarantäneabteilung, ganz gleich in einer geschlossenen Zelle, muss dort den Tag über verbringen, ohne in den Flur rausgehen zu dürfen, wie in den offenen Trakt. Denn diejenigen, die arbeiten gehen, arbeiten von 7 Uhr früh bis 14:30 Uhr und danach kommen sie nicht nur wieder auf ihre Zellen zurück, sondern dürfen in den Gängen sich draußen aufhalten. Sogar, wenn der andere Zellgenosse es erlaubt, in seine Zelle mit eintreten. Und es gab auch einen Aufenthaltsraum, dort zum Beispiel einen Tischtennistisch geben, dann einen Fußballwutzeltisch hat es da gegeben und einen eigenen Raum, wo man Gewichte stemmen konnte. Und das war alles frei zugänglich bis 18 Uhr im offenen Bereich gestattet. Wie gesagt, im geschlossenen Bereich, wo wir eigentlich nach einer Woche hinkommen sollten, ist es nicht erlaubt. Aber wir sind da noch nicht einmal hinkommen, sondern erst 3 Tage später, eben aufgrund dessen, weil das Gefängnis so überbelegt war. Der junge Afghane hat schon dauernd gehofft, endlich in die Jugendabteilung zu kommen. Genau, den Trakt habe ich ja ganz vergessen. Es gab noch einen Jugendtrakt und einen eigenen Frauentrakt. So dass er nicht mit mir alten Knacker dauernd verbringen muss, sondern zu seiner Gang kann. Denn er hat mir auch mitgeteilt, dass beinahe die komplette Gang von ihm in diesem Gefängnis drinnen ist. Also schon mehr Leute drinnen, als wir draußen sind. Und ja, dieser Wunsch wurde ihm nicht erfüllt. Der junge Afghane wurde dann 3 Tage über Zeit der Quarantänezeit damit wir zusammen in den geschlossenen Trakt verlegt, sogar in dieselbe Zelle wieder verlegt. Ich glaube, die Wärter haben gemerkt, dass ich einen recht guten Einfluss auf ihn gehabt habe. Und darum haben sie mit ihm wieder zusammengesteckt. Was ihm aber nicht sehr gut gefallen hat, weil er eben zu seinen Jungs wollte. Ich habe das zwar nicht aus Unmut mir gegenüber geäußert, ich habe mich als eine ältere Respektsperson angesehen, einen hohen Respekt von mir gehabt. Ich habe ihm schon auch von meinen Erlebnissen aus meiner Jugendzeit erzählt, die ich hier vor kaum auch gar nicht erzählen werde. Ja, ich war schon mal ein recht wilder Rockabilly. Kein Krimineller, aber naja, egal. Zumindest, wie können wir denn weiterreden? Genau. Da fällt mir dann schon in der 2. Zelle, in der Krankenabteilung schon auf, sowie in der 9. Zelle, dass man ziemlich unbequem in diesen Betten gelegen ist, wenn man unten gelegen ist, denn immer wieder ein paar so Holzspreißen von der Matratze in der Mitte durchgeschlagen wurden. Teilweise sogar Holzspreißen rausgerissen wurden und unterm Bett gelegen haben, so lose. Und
wie man da diese Holzspreißen genauer angeschaut habe, habe ich schon gemerkt, warum das passiert ist. Die Holzspreißeln, das sind wie Holzprügeln, Totschläger, weil diese Schraube, die diese Holzspreißeln und die Matratze zu tragen reingeschraubt war, noch in diesen Holzknüppel verschraubt war, sodass der spitze Schrauben am Ende des Holzstockes rausgeschaut hat. Und somit hat man in seiner Zelle einen Totschläger gehabt. Und so wurde es mir auch ganz gewahr und bewusst, warum die Wärter ganz selten in die Zelle zu uns mit reingegangen sind. Also ein kleiner Tipp zu euch, wenn ihr da in das Gefängnis kommt und solche Totschläger und dann vorbereitete Totschläger unter dem Bett findet, dann checkt euch an Zellen Genossen ganz gut ab. Denn wenn das ein Psychopath ist, ein Irrer, hat es genauso da drinnen gegeben. Einer, der auf Entzug ist oder generell ein Irrer, ein Krimineller, der kann durchdrehen und einmal den Prügel auch gegen euch benutzen. Gell? Also checkt das gut ab, um dann gegebenenfalls diese Totschläge entsorgen zu lassen. Ja, Media Res, wie geht's weiter? Man ist dann eben in diesen geschlossenen Trakt gekommen, da konnte man dann endlich für eine ganze Stunde mitsamt den anderen gemeinsam unten spazieren. Also man hatte dann mal endlich die Zeit im geschlossenen Trakt zur Verfügung, für eine Stunde mal mit in Kontakt mit den Mithäftlingen zu kommen, weil man ja ansonsten zuvor komplett von denen isoliert war, abgesehen von meinen Zellengenossen halt. Und gebe ich euch als auch ein paar kleine Tipps, wie man als allererstes einmal mit solchen Schwerkriminellen die Begegnung startet. Ja. In den Hof draußen gibt es mehrere Gruppen von verschiedenen Banden. Ja. Meistens die Ausländer mit sich und dann die Inländer mit sich. Es gibt aber auch ein paar gemischte Gruppen und macht es nicht den großen Macker beim Erstkontakt mit den Mithäftlingen. Ich habe es so gemacht, dass ich mich zu den Gruppen, wo ich mir gedacht habe, das sind so die, ja, mächtigsten, hätte ich jetzt gesagt, das ist ein falscher Ausdruck. Aber zu den wichtigsten Gruppen ganz nah in die Nähe ransetzt, nicht direkt zu denen dran, aber nur so in der Nähe, im Blickkontakt, Blick- und Hörkontakt. Und hab da immer so meine Zigaretten gewurzelt und hab mir die Sonne ins Gesicht scheinen lassen. Und auch immer wieder zugenickt und gegrüßt, wenn wer da vorbeigekommen ist. Aber nie ein Gespräch angefangen. Weil man denkt, man sollte sich da nicht von selbst aufdrängen, sondern es ist doch viel gescheiter im Gefängnis, die Leute auf sich zukommen zu lassen. Ihr braucht euch da drinnen vor nichts fürchten, das möchte ich gleich mal vorweg sagen. Ja? Solange ihr es da drinnen nicht vorhabt, der große Drogendealer zu werden, passiert euch da drinnen gar nichts. Es wird nicht vergewaltigt, es wird nicht verprügelt und auch nicht zu einem Sklaven von jemand anderem gemacht. Die Probleme entstehen da drinnen sehr schnell, wenn man zum Drogendealer wird. Da habe ich auch einige Geschichten von anderen selbst miterlebt, die ich euch dann erzählen werde. Aber zumindest braucht man sich echt vor nichts fürchten, aber haut sich den großen Macker raus, weil das wird auch ganz schnell durchschaut, dass da oft jetzt viel dahinter ist, wenn man da aus großer Macker macht. Ja? Und dann ist mir erst recht der ganze Pausenclown. Da werde ich eine Geschichte über einen anderen Zellengenossen erzählen, der glaubt hat, er muss den großen Macker markieren und am Ende dann eher aus Pausenclown abgedriftet ist. Aber am zweiten oder nein, dritten Tag des Hofganges haben wir uns nicht nur gegenseitig ehrenvoll begrüßt, sondern da ist dann einmal einer auf mich zugekommen und hat gesagt, wer ich eigentlich so bin, warum ich da bin. Der ist wirklich gleich mit der Tür ins Haus gefallen und hat mich echt gefragt, warum ich da bin. Und dann habe ich immer gesagt,
meine Geschichte erzählt, warum ich da drinnen bin. Und hat er auch gesagt, ja, nicht schlecht. Das Gebiet, also er empfindet da auch großen Respekt, dass man so ein großer Rebell ist. Er hat mir auch seine Geschichte erzählt, die erzähle ich dann später. Aber zumindest habe ich erst die Leute auf mich zukommen lassen. Und sehr schnell, nach dem dritten, vierten Tag, war ich dann schon mit allen sehr gut bekannt, haben Zigaretten miteinander austauscht und uns nett unterhalten. So ging das ungefähr 3 Wochen lang, dass ich dann nach der etwas mehr wie einer Woche Quarantäne-Tragzeit dann in fast zwei Wochen lang in den geschlossenen Abteilungen war. Ich bin erst recht spät in den Arbeitsdienst geschickt worden, weil es eben sehr lange gedauert hat, dass ein Platz für mich frei wurde. Und ja, irgendwann sehr früh sind schon auf mich zugekommen und haben mich gefragt, was für ein Arbeitsdienst mir am besten liegen würde. Denn es gibt ja mehrere Bereiche. Zum einen gibt es da eben die Wäscheabteilung, die Küche, dann gibt es den Reinigungsdienst, dann gibt es die Tischlerei, die Schlosserei, die Mechaniker und die Kunstabteilung gibt es dann noch. Ja, falls ich jetzt nur irgendeinen Arbeitsdienst vergessen habe, egal. Ja, das sind so mal ungefähr die Arbeitsbereiche. Und wenn man dann da arbeitet, macht man das nicht gratis. Man kriegt sogar ein bisschen Geld dafür. Ist aber nicht die Welt. Maximalst, wenn man so in der Küche oder Tischlerei oder wo arbeitet, kriegt man ungefähr nicht ganz 200 Euro, glaube ich, waren es, pro Monat. Und am schlechtesten bezahlt wurde man in der Kunstabteilung, da wo man zeichnen, malen konnte, basteln konnte. Also ich glaube, da waren es, lass mich nicht lügen, aber 140, 150 Euro. Also zwischen 50 oder 60 Euro Differenz gibt es zwischen den Arbeitsabteilungen. Und ich habe mich dann da für entschlossen, da ich ja sowieso nicht mehr lang da bleibe, sondern nur noch knappe 2 Wochen, mich für die Kunstabteilung eingetragen, damit die besser bezahlten Jobs einer kriegt, der länger da ist. Und das war eine sehr weise Entscheidung, denn in der Kunstabteilung war es dann am allerklassesten von allen Arbeitsabteilungen, auch wenn man am schlechtesten da bezahlt wurde. Das muss ich so, also schon so sagen, also zu, ist es meine Charaktereinstellung. Denn in allen Arbeitsabteilungen hat man Aufseher gehabt. Wir in der Kunstabteilung waren komplett unter uns Gefangenen. Wir haben keinen Aufseher gehabt. Es gibt da zwar eine Sozialarbeiterin, die war am allerersten Tag da, wo ich zugeteilt wurde. Aber in all den anderen Tagen der 2 Wochen war sie dann nicht mehr da. Da waren wir echt alle unter uns. Und somit konnten wir eigentlich machen, was wir wollten in der Kunstabteilung. Das hat dann so ausgeschaut. Wie viel waren wir denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder 8. Sagen wir mal ungefähr 8 Leute zusammen. Insgesamt waren wir in der Kunstabteilung und davon haben 3 was gearbeitet und der Rest haben sie während des ganzen Arbeitstages Witze erzählt, Kuchen gegessen, einfach halt geschaut, dass der Tag vorbeigeht. Und es wurde auch nie beanstandet, wenn sie einer nicht wirklich voll und ganz in die Arbeit da reinkniet hat. Ja, und das auch noch ohne Aufseher, so konnten wir dann auch immer ständig rauchen gehen, wann wir wollten. Den anderen Arbeitsabteilungen hatten dafür fixe Zeiten. Und das war eigentlich auch ganz cool,
für mich, wenn man auf, also auf 50 Euro mehr verzichten kann da drinnen, weil man Geld von außen kriegt, ist es am lockersten und coolsten in der Kunstabteilung da drinnen. Ja, jetzt sind wir ja schon eben jetzt in offenen Bereich mit mir. Weil es in den offenen Bereich überstellt wurde, ist der junge Afghane in der Zwischenzeit dann doch in eine eigene Zelle gekommen. Nicht so wie gewünscht zu seiner Jugendgang. Naja, kann nicht alles haben. Aber, wie war das da, genau. Ich bin in die Zelle gekommen mit den einzigen Verschwörungstheoretikern, den es in der ganzen Zelle gegeben hat. Das finde ich echt kurios, denn im Hofgang draußen ist mir einer ganz besonders aufgefallen, der hat über die über den Deep State gesprochen, über Chemtrails geredet, über den Corona-Faschismus geredet, so wie halt ich als Journalist mich den Themen auch zugewandt habe. Und zufälligerweise bin ich mit ihm zusammen dann in die andere Zelle gekommen. Es werden ein paar Leute von euch wahrscheinlich denken, aha, das wird ein Zivilpolizist gewesen sein, um mir Geheimnisse aus der Bewegung entlocken zu können. Aber nein, seid nicht ganz so paranoid. Weil es erstens bei mir nichts zum Erzählen gibt an Geheimnissen unserer Bewegung, da es da keine großen Geheimnisse gibt, die zu verbergen wären. Grüß dich, Kaiser. Grüß euch, ihr Hürden. Dort wieder zurück zu meinem Fall. Ja, wo sind wir stehen geblieben? Puh. Also echt, das, was ich euch da erzähle, ist sehr konfus, gell? Die, was jetzt noch dran sind, müssen ja wirklich extrem interessiert sein an meiner Geschichte. Für euch bedanke ich mich echt sehr herzlich. Zumindest. Wo sind wir stehen geblieben? Ja, das bin ich eben mit den einzigen Gleichgesinnten in einer Zelle gelandet. Und ja, auch hier will ich keine Namen oder sonst irgendwas nennen. Aber es ist halt auch so ein, wie er mir beteuert hat, ein zu unschuldig hier inhaftierter. Was da geschehen ist, möchte ich aber jetzt nicht genau erörtern. Und was er für berufliche Talente gehabt hat, möchte ich auch nicht erörtern, weil man sonst schnell auf ihn schließen kann. Denn er ist als Privatperson ein ziemlich berühmter Mensch gewesen. Er hat eine bestimmte Sportart ausgeübt, wo er österreichischer Meister sogar war. Und das hat er mal sogar belegen können. Das war echt nicht nur so dahergeredet. Aber eines Tages beim Fortgehen in privater Manier kam es zu einer bestimmten Art von Körperverletzung, die lebensgefährlich wurde anscheinend, die man dann aber ihm angedichtet hatte. Er hat mir gegenüber zumindest immer beteuert, also unschuldig war, ob stimmt oder nicht, kann mir egal sein in dem Sinn. Aber im Grunde habe ich ihm eher geglaubt als misstraut zu seiner Story. Er war ein sehr, sehr herzlicher und kluger Mensch, aber vor allem das Gewissen am echt richtigen Fleck. Und darum glaube ich ihm seine Geschichte. Ja, was haben wir alles noch so erlebt? Genau. Kommen wir mal zu den Erlebnissen, die da drinnen noch eher von schlechter Natur waren. Zum Beispiel habe ich miterlebt, einer, der eine Nebenzelle hatte, also nicht mit mir zusammen in der Zelle war, sondern daneben, den haben wir alle den Lungauer genannt, weil er aus Lungau kommt. Und Lungauer haben ihn deswegen genannt, weil es
abwertende Bezeichnung in dem Sinne war, dass er ja unser Dorftrottel war im Gefängnis. Warum war er das? Weil er Fehler begangen hat im Gefängnis, die ich echt anraten möchte, nicht zu tun, wenn ihr ein Gefängnis gibt. Ich habe euch schon gesagt, es braucht sich in einem Gefängnis von niemandem fürchten. Passiert euch gar nichts. Und ganz besonders im Buch Urstein seid es wie in einem Hotel aufgehoben. Ohne Scheiß. Da gibt es nichts so in dem Sinne zu beanstanden, größtenteils. Außer, wenn man halt einmal ein Klopapier haben will, gell? Nein, aber trotzdem, es ist ein sehr gutes Gefängnis. Aber macht's nicht den Fehler, drinnen zu viel rumzuschnurren, wie Coca-Cola, Zigaretten, Schokolade. Man kann schon mal bei den Leuten nachfragen, hättest du ein Backerl mehr für mich oder sonst, oder eine Flasche Cola? Das ist kein Problem, wenn man es auch wieder vorhat, spätestens einer Woche zurückzukriegen. Und der Lungau hat geschnurrt und geschnurrt über Monate hinweg und nie etwas zurückbezahlt. Und irgendwann dann ist es daraufhin umgeschlagen, dass ja, er öfters einmal wo ein blaues Auge versetzt gekriegt hat, wenn er an einem Winkel gestanden ist, wo es keine Kamera gerade gegeben hat. Meistens ist man ja Kamera beobachtet, außer in den Zellen drinnen. Wohlgemerkt in der Quarantänezelle, in der ersten, da war Kamera. Bezüglich dessen, weil in den ersten zwei Tagen beobachtet wird, dass man nicht selbstmordgefährdet ist. Darum wird man da überwacht, in der Zelle mit Kamera. Ansonsten hat man außer in der Zelle überall Kameras montiert. Und ein paar Winkeln gibt es halt, da sollte man dann sich nur mit reinem Gewissen hintrauen, weil ansonsten endet man da mit einem blauen Auge. Und er war irgendwie wirr, also dumm im Kopf. Das fange ich selbst schon immer mehr mit Anglizismen an, das kotzt mich an. Also der Typ war echt ein bisschen verrückt auch. Der hat mir zum Beispiel erzählt, warum er da drinnen war, weil ein Vollrausch gekränkt wurde und dann hat er sich eine Axt geschnappt und wollte mit der Axt ins Dorf gehen. Und hat zwar lauthals geschrien, ich werde jetzt dem da schlagen. Und das ist der Polizei aufgefallen und haben sie ihn einkassiert. Ja, und der hat halt immer geschnurrt und geschnurrt und das nie zurückgegeben. Es ist ja so, man darf einmal in der Woche in den Supermarkt gehen. Also in den Gefängnis gibt es einen eigenen Supermarkt, der hat immer dienstags offen. Und der ist sehr gut ausgestattet, das kann man echt sagen. Da gibt es alles, was das Herz begehrt. Cola, Fanta, Mineral, Müslis, verschiedenste Chips-Sorten, Fleisch, Brot, Süßspeisen, Joghurt, Topfen, verschiedene Zeitschriften, man kann sich Buntstifte kaufen, Geodreieck, Radiergummis, Kartenspiele. Ja, recht großes Angebot. Nicht so riesengroß wie ein echter Supermarkt. Das ist wohl auch selbstredend. Aber wenn man das Glück hatte, an jeden besagten Dienstag recht früh da dran zu kommen, hat man alles gekriegt, was man sich aus der Einkaufsliste rausschreiben konnte. Man hat also auch eine Liste bekommen mit mehreren Seiten, wo alle Einkaufsprodukte draufgestanden sind. Und wenn man früh genug eben schon dran gekommen ist, um in den Supermarkt eintreten zu können, hatte man alles bekommen. Es hat zum Beispiel Erdnussflips gegeben, die waren immer schnell ausverkauft. Die Erdnussflips habe ich tatsächlich erst an meinen allerletzten Wochen bekommen. Jetzt mal, wenn ich dran gekommen bin, waren die schon ausverkauft. Topfen habe ich zwar immer bekommen, aber nicht immer den 20-prozentigen Topfen, meistens eher niedriger Fettanteil. Die war auch sehr schnell ausverkauft. Denn womit ich mich, wenn ich im Supermarkt eingedeckt hatte, war, dass ich mir sehr viel Topfen gekauft habe. Haferflocken habe ich mir viel gekauft, Cornflakes, Milch. Man hat auch Dosen
Nahrungsdosen kaufen können mit eingelegten Obst. Ja, also man hat sogar Blechdosen da drinnen erwerben dürfen. Weil in manchen Gefängnissen, wie in der Anhaltestelle, war das nicht erlaubt, weil sie da eher Angst hatten, dass man da aus einer Waffe baut. Also zumindest für maximal 50 Euro konnte man da pro Woche sich einkaufen. Wenn man mehr Geld vorweisen konnte, konnte man per Anfrage auch für mehr als 50 Euro einkaufen. Ich hatte das Glück, da mich meine Mitstreiter von außen liebevoll versorgt hatten mit Geld. Somit konnte ich auch bis zu 70 Euro jede Woche einkaufen. Ja, und somit, wenn man weniger wie 50 Euro hat, dann muss man sich dann gut überlegen, kaufe ich mal Zigaretten oder was zum Essen da drinnen. Wobei das Essen in Buch-Urstein generell an sich sehr gut war. Die Portionen extrem ausreichend, möchte ich sogar sagen, sehr groß waren. Ja, wobei das mit dem Frühstück vielleicht wiederum in der Anhaltestelle in der Alpenstraße besser war. Wenn man dabei aber außer Acht nimmt, dass man in der Alpenstraße nicht keinen Supermarkt hatte. Man musste im Buch-Urstein zum Beispiel mit diesen, kennst du die kleinen Würfelbutterstickerl, die was für eine Semmel reichen. Die hat man für 5 bis 7 Tage verabreicht gekriegt. Also ihr musstet, wenn ihr kein Geld hattet zum Einkaufen da drinnen, musstet ihr mit einem Butter, kleinen Butterwürfel auskommen für eine Woche. Kaffee und Säfte, Verdünnungsstick-Säfte, gab es auch. Einmal pro Monat wurde der ausgeteilt. Also nur einmal pro Monat haben sie uns eine ganze Dose Kaffee mit zusätzlich einer ganzen 2 Liter Flaschen Fruchtdicksaft verabreicht. Aber bei mir war das auch so, dass ich die erst nach 4 Wochen gekriegt habe. Ich bin gerade so in dem Zeitraum inhaftiert worden, wo der Kaffee und der Dicksaft schon längst ausgeteilt wurde. Somit kann es euch eventuell passieren, wenn es nach Buch-Urstein kommt und zusätzlich keine lieben Freunde und Verwandte habt, die euch mit Geld von außen versorgen, eventuell dann die ersten 4 Wochen keinen Kaffee trinken könnt und auch keinen Saft trinken könnt. Denn eins ist, muss man auch schon sagen, zum Glück hat man drinnen einen Wasserkocher. Okay, wir merken uns jetzt das Stichwort Wasserkocher. Ich werde jetzt mal die Batterie wechseln und dann erzähle ich weiter, um was da alles gegangen ist. Wie gesagt, ihr seht es nicht viel jetzt dann. Es wird sehr, sehr dunkel sein, aber es geht ja nicht um das, was mir zirkt. Lehnt euch zurück, macht euch gemütlich auf der Couch und hört euch jetzt einfach nur an, was ich zu sagen habe, nachdem ich den Akku gewechselt habe. Ich werde auch ein paar Bilder zur gegebenen Zeit schon noch einblenden, und zwar Bilder, die ich da drinnen im Gefängnis gezeichnet habe, als Zeitvertreib. Und dazu kommen wir später. Aber Stichwort Wasserkocher, bis gleich, ich tausche jetzt den Akku aus.